Hallo ihr Lieben, mein Name ist Wilhelmine, ich bin Musikerin, ich bin aus Berlin und heute sprechen wir über meine erste EP, Komm wie du bist. Also Emilia Big Big World war meine erste CD und ich habe immer versucht, englische Interpreten wie auch eine Christina Aguilera in meiner Kindheit nachzusingen und einfach komplett die gleichen Töne zu produzieren, die sie da produziert. Das ist mir nicht so oft gelungen. Ich habe in meinem Musikunterricht allerdings mit 11 Jahren, da haben wir alle immer gemeinsam gesungen. Auf jeden Fall hat da das erste Mal eine Gruppe von mehr als 15 Leuten mich singen gehört. Danach, also mit 11 Jahren, habe ich das erste Mal gehört, dass ich singen kann. Und so bin ich quasi, das war dann so meine erste Bestätigung mit 11. Und ab da gab es dann kein Zurück mehr. Ich habe quasi immer gesungen, überall. Also genau, ich bin in einem besetzten Haus in der Nähe vom Cottbusser Tor groß geworden und habe da die ersten 5 Jahre meines Lebens verbracht in einer, ja, man kann sich das richtig gut vorstellen, als Kommune. Jede Partei hatte so seine eigene Etage und eine kleine Küchenzeile und unten hatten wir nochmal eine große Gemeinschaftsküche und einen großen Garten. Anfang der 90er dann mit der ganzen Widerstandsbewegung und Anti-Atomkraft-Bewegung haben sich ganz viele besetzte Häuser aufgelöst oder viele dieser Aktivisten sozusagen sind ins Wendland gezogen, um dort weiterzumachen und sich zu versammeln. Und genau, in diesem Rutsch bin ich quasi mit ins Wendland gekommen. Also ich erinnere mich an Situationen im Görlitzer Park, wo ich irgendwie Fahrrad fahren gelernt habe oder Fußball spielen war und dann da auch irgendwie, oder in Sandkästen man dann schon auch aufpassen musste, dass da nicht irgendwie Spritzen rumliegen tatsächlich oder wenn man in irgendwas reintritt, man Glasscherben sieht. Genau, auf der anderen Seite im Wendland war das natürlich dann alles ein bisschen anders und weite Felder und Grün und da musste man nicht so aufpassen. Also Freiheit definiere ich für mich so, dass ich halt all das mich so entwerfen darf, kann, wie ich es möchte. Und zu dem Zeitpunkt meiner Kindheit in Kreuzberg sehte auf jeden Fall, dass ich aussehen wollte wie ein Junge und dass ich das auch durfte. Ja, ich habe dann einfach für mich entschieden oder es schön gefunden, dass ich irgendwie immer mit so einer Weste rumgelaufen bin, voller Glitzersteinchen und hatte kurz gesäbelte Haare und hinten ein kleines Schwänzchen und das durfte ich einfach. Das war für mich auf jeden Fall Freiheit und es wurde gar nicht in Frage gestellt. Es wurde absolut, ich war einfach Mine und ich wurde Mine genannt und so war das. Man hat jetzt nicht hinterfragt, du bist doch ein Mädchen, warum trägst du nicht rosa, warum, da gab es irgendwie nicht so. Ja, da gab es keine Schubladen und das hat mir total viel Freiheit gegeben. Also ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass ich das damals mit meiner allerersten Freundin an meiner Seite quasi gesagt habe, mich geoutet habe und es dann in diesem Fußballkreis auch dazu kam, dass sich Mädchen aus der gegnerischen Mannschaft oder irgendwie nicht mehr in der gleichen Kabine umziehen wollten oder so, weil sie dachten, okay, ich fahre jetzt über sie her und ich bin jetzt schockverliebt auch in sie. Und das war für mich so das erste Mal, dass ich gedacht habe, okay, ich bin doch aber noch genau die gleiche wie vorher. Ich habe einfach mich nur verliebt. Das hat so den ersten Stich gegeben, dass ich das gemerkt habe, dass sich jetzt irgendwie jemand direkt angeguckt fühlt oder von mir begehrt fühlt. Also ich finde es total schön, dass das irgendwie so als Hymne gesehen wird oder beziehungsweise ist ja auch, ich habe es ja auch so geschrieben oder so gedacht, warum ist meine Liebe deiner Rede wert? Das bezieht sich gar nicht nur auf die Sexualität, sondern das kann man einfach, kann man einfach sich die Frage stellen, ob das jetzt ein Altersunterschied ist, eine Religion, Herkunft, das ist ja eigentlich die gleiche Fragestellung. Es gibt eigentlich nur die Option, dass ich authentisch und meine Geschichten erzähle. Ja, und dass ich dann bei den ersten Liedern wirklich geweint habe in den Writing-Sessions.
Weil ich gemerkt habe, okay, das ist irgendwie jetzt für mich ein erzähltes Kapitel oder eine erzählte Geschichte, die hat so lange geschlummert. Jetzt habe ich sie in ein Lied verpackt und es hat mich halt total berührt. Und in dieser Realisierung, dass es wirklich nur den Weg gibt für mich, dass es nur dann, wenn ich weine quasi, aus welchem Grund auch immer, Freude, Liebe, Wut, dann ist es für mich die Art von Musik, die ich machen möchte. Das ist schon ein großes Thema in meiner Musik. Aber das ist auch einfach so entstanden, weil es halt ein großes Thema in meinem Leben war in den letzten Jahren. Und ich da quasi ein bisschen aufgeräumt habe. Und so ist auch die EP dann entstanden. Also es ist quasi ein Resümee aus der Selbstfindungsphase der letzten 5 Jahren, in der ich mich befunden habe. So ungefähr kann man das sagen, glaube ich. Also ich nehme oft wahr, dass Leute mir schreiben, hey, das ist irgendwie genau das, wo ich mich gerade befinde oder die Situation, die Lieder tun mir gut. Ich liebe es, mir das Lied zu singen. Und so habe ich Solange du dich bewegst ja auch geschrieben. Ich habe quasi einfach ein Lied geschrieben, was ich mir als Erinnerung singen wollte, dass alles okay ist, solange man sich treu bleibt. Und dass ich auch in mir quasi eine gewisse Art von Stärke realisieren konnte oder empfinden konnte, dass wenn ich aufhöre, mich zu verbiegen oder irgendwas sein zu müssen oder zu wollen, dass ich dann einfach stark und authentisch sein kann und selbstsicher. Also jetzt gerade schreibe ich Lieder. Ich bin jetzt gerade wieder im Schaffungsprozess sozusagen und schreibe viele Gedanken auf und versuche kreativ zu bleiben, versuche positiv zu bleiben in der ganzen Situation. Das schaffe ich vor allem irgendwie durch Dankbarkeit, wenn ich merke, okay, wo ich mich jetzt schon befinde, was jetzt alles schon passiert ist. Dann gibt mir das natürlich nochmal einen totalen Antrieb und auf diesem Vibe versuche ich mich irgendwie zu bewegen und versuche einfach das Beste aus der Situation zu machen und weiterzumachen, Lieder zu schreiben, Konzerte zu geben, online und zu warten, bis ich dann wieder auf die Bühne kann.